Als ich davon erfahren habe, dass ich als Spender in Frage komme, war ich erstmal aus dem Häuschen, weil ich habe immer Leute beneidet, die tatsächlich mal Stammzellen gespendet haben. Und dann habe ich gar nicht lange gezögert, darüber nachzudenken, ob ich tatsächlich spenden würde. Hi, ich bin Emra und das ist meine Story. Ich bin seit 2013 bei der DKMS und bin dort in der Abteilung Corporate Communications und im Team Public Relations. Wir sorgen dafür, dass die Öffentlichkeit auf die Themen Stammzellspende und Blutkrebs aufmerksam wird und versorgen Journalisten mit den wichtigsten Informationen. Man weiß, dass man einfach für eine gute Sache arbeitet, also Menschenleben retten, was kann es Schöneres geben? Und dementsprechend ist man natürlich auch bei der Arbeit viel motivierter. Wir sind eine gute Gemeinschaft hier und ziehen alle an einem Strang. Und das merkt man jeden Tag, wenn man im Büro oder aktuell auch im Homeoffice ist. Ja, wenn man den Menschen begegnet, das ist immer sehr emotional. Also Menschen, die von dem Thema betroffen sind, sei es jetzt als Spender, als Patient, aber vor allem auch die ehrenamtlichen Unterstützer, die wirklich viel leisten, ohne die die DKMS auch gar nicht so viel bewegen könnte. Auf diese Helfer sind wir auch angewiesen und das ist toll, wie die einfach Aktionen organisieren, damit sich noch mehr Spender registrieren lassen. In meiner Freizeit höre ich gerne Musik, ich spiele Gitarre. Musik ist einfach meine große Leidenschaft. Ich habe damals die Band Queen für mich entdeckt und von da an wusste ich, ich will auch selber mal Musik machen. Es hat mich inspiriert, selber mal die Gitarre in die Hand zu nehmen. Habe dann so in meiner frühen Jugend angefangen, mal mich auf der Gitarre auszuprobieren. Mein großes Vorbild damals war dann Brian May. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn man Musik hört. Selber Musik zu machen ist einfach nochmal eine ganz andere Ebene. Dieser Moment, als ich davon erfahren habe, dass ich womöglich ein Spender werden könnte, war natürlich sehr emotional und man rechnet ja nicht damit, ne? Man wird so ein bisschen überrascht. Und ich hatte einen Anruf bekommen und habe gesehen, dass es eine DKMS-Nummer ist. Es war aber ein Samstagvormittag und da habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass mich irgendein Kollege oder eine Kollegin anruft. Und deswegen war das natürlich eine doppelte Überraschung, als ich dann erfahren habe, worum es geht. Dass ich bei der DKMS arbeite und dann auch noch als Spender in Frage komme, das hat es für mich eigentlich doppelt spannend gemacht. So konnte ich auch noch mal hinter die Kulissen schauen und einfach noch mal selbst erleben, wie so eine Stammzellspende abläuft. Und deswegen war es eigentlich schön, dass ich das auch selbst erleben durfte. Und deswegen habe ich auch nie gezögert. Am Ende ist die Spende auch so abgelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, außer dass es tatsächlich schnell rumgegangen ist. Also die Zeit, die verflog so schnell. Man sagt ja immer, dass so eine Spende 3 bis 5 Stunden dauern kann. Und dann hat die Mitarbeiterin des Entnahmezentrums mir nach 2 Stunden gesagt, ja, sie sind gleich fertig. Und da war ich dann doch schon ein bisschen überrascht. Am Nachmittag wollte ich dann natürlich auch wissen, ob alles dann auch so funktioniert hat. Und habe dann von einer Kollegin bei der DKMS erfahren, dass alles geklappt hat und dass die Stammzellen nach Frankreich gehen. Da die Spende nach Frankreich gegangen ist, darf man den Empfänger leider nicht kennenlernen. Das sind einfach die gesetzlichen Vorgaben. Aber man darf sich zumindest mal anonym mit einem Brief melden, ohne dass man da persönliche Angaben macht. Und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass ich da vielleicht mal Kontakt aufnehme. Gitarre spiele ich seit meiner frühen Jugend. Habe sie auch immer mal wieder zur Seite gestellt, wenn andere Themen wichtiger gewesen sind. Aber bin dann immer wieder rückfällig geworden, weil ohne Musik oder ohne selbst zu musizieren, es ist dann doch eher langweilig. Man kann alles andere aus dem Alltag irgendwie ausblenden und beim Gitarrespielen kann man einfach gut abschalten. Deswegen begleitet mich die Musik auch schon mein ganzes Leben. Die meiste Zeit spiele ich Gitarre zu Hause, alleine im Wohnzimmer, aber wenn man in der Band spielt, ist das nochmal was ganz anderes. Die Band heißt Privacy Please und es gibt es seit 2017 und wir spielen melodischen Indie-Rock. Wir haben eine Sängerin, einen Bassisten, eine Schlagzeugerin und ich an der Gitarre. Das heißt, wir sind zu viert. Dieses gemeinsame Musizieren, diese Energie, die da auch entfacht wird, etwas entstehen zu lassen, das geht nur im Miteinander. Wenn ich anderen Menschen von meiner Spende erzähle, dann erzähle ich auch immer gerne die ganze Geschichte, also wirklich wie alles im Einzelnen abgelaufen ist. Viele haben sich ja damit noch gar nicht so eingehend beschäftigt und es ist ja schon eine spannende Erfahrung, die man da macht und ich teile das wirklich gerne. So eine Spende ist sicherlich auch anstrengend für den Spender, aber wenn man weiß, was wirklich dahinter steckt, dass auf der anderen Seite jemand auf diese Stammzellen angewiesen ist, um zu überleben, dann weiß man, wofür man das tut und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Wenn er mal gefragt wird, ob er spenden möchte, dann sollte man nicht lange zögern.
Das war meine Story. Ihr wollt noch weitere Storys sehen? Dann klickt hier. Ihr wollt selbst zum Lebensretter werden? Dann klickt hier.